Zeit ist subjektiv. Oder? Dagmar hat euch letzte Woche die Aufgabe gegeben, auf die Signale eures Körpers zu achten und in diesem Zusammenhang deine Mechanismen zum Thema Emotionen und Körpergefühl zu orten und zu fühlen. Willkommen zum Emotional Connectivity Podcast der Talent Management Academy. Zeit. Zeit kann man messen. Sekunden, Minuten, Stunden oder viel kleiner, Nanosekunden. Aber Zeit vergeht auch unterschiedlich schnell. Auf einer Party sind 3 Minuten mit einem Fingerschnipp rum. Die Waschmaschine ist fertig und ich muss 3 Minuten warten, bis ich sie öffnen kann. Dauert ewig. Wie ist das denn jetzt eigentlich genau? Kann ich Zeit beeinflussen? Beobachtet euch doch mal selbst, wenn ihr schnell noch was machen wollt und dabei dauernd auf die Uhr schaut. Meistens reicht dann die Zeit nicht oder sie vergeht viel schneller und ihr seid zu spät. Macht es mal bewusst anders. Ihr wollt schnell was erledigen und ihr schaut gar nicht auf die Uhr. Gibt es bei euch einen gefühlten Unterschied, wann die Zeit länger und wann sie kürzer erscheint? Beispiel: Ich spiele schon seit längerem ein kleines Spiel gegen meine Kaffeemaschine. Ich komme morgens in die Küche, ich drücke den Kaffeeknopf und muss dann meine Tabletten vorbereiten. Ich versuche, die Tabletten fertig zu haben und eingenommen zu haben, bevor der Kaffee aus der Maschine gelaufen ist. Hier nun das Phänomen. Wenn ich beim Vorbereiten der Tabletten die Kaffeemaschine im Auge behalte und den Fortschritt auf der Skala sehe, bin ich immer langsamer als die Maschine. Wenn ich nicht die Skala im Auge behalte, bin ich ganz locker vor der Maschine fertig. Kurios. Gibt es bei euch solche Situationen? Ihr könnt euch ja die kommende Woche mal selbst beobachten, wie das bei euch so ist. Könnt ihr euer Zeitempfinden beeinflussen? Wenn ja, wie macht ihr das? Viel Spaß damit in eurer Welt.